Bei verzinnten Nähten und Kanten können Sie Unebenheiten direkt mit dem Karosseriebasisspachtel ausgleichen. Bereiten Sie dazu das Fahrzeug wie gewohnt vor und reinigen Sie den Arbeitsbereich gründlich mit Silikonentferner. Schützen Sie alle angrenzenden Teile durch Abkleben. Stellen Sie dann den Karosseriebasisspachtel bereit. Bringen Sie die Masse direkt als dicke Raupe auf die Naht auf. Mit einem Spachtel streichen Sie das Material glatt. Mit einem Infrarotstrahler erhitzen Sie die Fläche auf 60 Grad Celsius. Der Spachtel härtet so innerhalb von 60 Minuten vollständig aus. Danach können Sie die Fläche wie gewohnt weiter bearbeiten.